Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner selbstpersönlichen Top 11 der meistgewünschten Videospiele. In den vergangenen Tagen haben wir uns ja schon ein paar Games angeschaut, die es in dieser Form nicht gibt, aber von denen ich hoffen würde, vielleicht jetzt, da ich diese Top 11 mache, gibt es die Chance, dass die Message nach außen kommt und vielleicht der eine oder andere Spielhersteller sagt, ach ja, das haben wir ja fast fertig, haben wir auf Halde kommen, lass es mal releasen. Oder hey, warum machen wir mal nicht eins? Die stille Hoffnung stirbt zuletzt. Aber zumindest kann ich mit der Top 11 mal meinen Wünschen ein bisschen Luft machen. Und wir sind heute auf Platz 7 angelangt. Da befindet sich ein Spiel drauf, was auch zu einer großen Spieleserie zählt, die in der Form nicht mehr weitergeführt wird. Und vor allem, weil es storymäßig ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, an dem wir ja da wären, was wir damit ausführen können. Es gibt Potenzial, da viel mehr aus dieser Serie zu machen. Es schmerzt auch, dass wir da nach vielen, vielen Jahren nichts bekommen haben, vor allem, weil es quasi ja schon in Anführungsstrichen angekündigt war. Ich rede von Chrono Break auf Platz Nummer 7. Was ist Chrono Break? Wer über die Geschichte von Chrono Break nicht Bescheid weiß, es ist an sich, oder es sollte zumindest sein, der offizielle dritte Teil der Chrono Trigger Serie. Chrono Trigger mit das beste Spiel aller Zeiten, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auf dem Super Nintendo 95 rausgekommen. Die Entwickler von Final Fantasy und Dragon Quest haben sich zusammengetan und das beste Japano-RPG aller Zeiten gemacht und was heute auch noch fantastisch spielbar ist. Es gab ein Top-Sequel mit Chrono Cross auf der PlayStation 1 und kurz nachdem Chrono Cross 2001 so um den Dreh fertiggestellt wurde und rausgekommen ist, hielten sich so die Gerüchte, Square Enix, oder nee, damals noch Squaresoft, aber zumindest ihr wisst ja, welche Firma ich meine, soll sich bald darüber äußern, dass vielleicht potenziell was noch dazukommt, denn Chrono Trigger war ein großer Erfolg, Chrono Cross auch in Kritikerhinsicht, also gute Wertungen abgestaubt, als auch verkaufstechnisch ist es richtig gut abgegangen. Es gab einen Eintrag beim Patentamt. Und das ist quasi, weil dann ja Videospielberichterstatter, damals noch die Zeitschriften, jetzt natürlich mittlerweile Internet, das richtig dann vorherrschend ist, die haben herausgefunden, wenn sie bei den Listen, bei den Patentämtern hinzugucken, und das sind ja Sachen, die dann öffentlich bekannt gegeben werden, dann gibt es oft die Möglichkeit, Titelnamen oder Projekte frühzeitig zu erhaschen, bevor es überhaupt einen offizielle Ankündigung von dem Publisher gab, denn bevor ein Publisher offiziell irgendein Spiel überhaupt ankündigt, werden sie schön den Namen gesichert haben und entsprechend die rechtlichen Papiere sich richtig zurechtgelegt haben, damit sie nicht einfach irgendein Spiel ankündigen mit einem Namen und dann sagt der erst besser, dann melde ich das Patent an, das gehört mir der Name, haha, das habt ihr dann nun davon. Chrono Break war aufgetaucht auf, ich weiß nicht, waren das die US-Patentnamenssicherungslisten und so weiter, also da wissen unsere Rechtsspezialisten wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf, aber die Webseiten damals und die Zeitschriften haben berichtet, hey, wie so oft haben wir beim Patentamt was gefunden und da war es gesagt, beim Markenschutz was gefunden und es ist eben Chrono Break. Da stand eben nur, der Name Chrono Break wurde sich gesichert, nichts weiter über Plattform oder wo das dann rauskommen soll, aber Chrono sagt ja schon einiges dazu aus, Chrono Cross, Chrono Trigger, Chrono Break. Der dritte Teil der Chrono-Serie. Welches System könnte es sein? Ist es vielleicht was für die kommende PlayStation 2 oder vielleicht auf einem Handheld, das wir sehen, Game Boy Advance, wie auch immer. Als Fan der Chrono-Spiele hat man gesagt, wenn das Patent jetzt hier draußen ist, sehr cool. Dann warten wir mal, bis es vielleicht in ein paar Wochen offiziell angekündigt wird oder mal gucken, in den nächsten Zeitschriften wird ein Artikel drin drüber sein. Jetzt warten wir 10 plus Jahre drauf, dass Chrono Break irgendwas damit passiert. Ist ein bisschen so ähnlich wie, da gab es, ich glaube, das war auch ein markenschutzrechtlicher Eintrag von Nintendo, Metroid Dread, ne? Das sollte mal, laut Spekulation der Fans irgendwie ein DS-Sequel von dem neuen 2D-Scroller Metroid werden, was auch nie gekommen ist. Chrono Break reiht sich in diese Reihe ein, denn wir haben nie erfahren, was das Spiel mal werden sollte. Wir haben auch nie ein Spiel in der Form bekommen und die Chrono-Serie liegt seit Chrono Cross eigentlich so gut wie brach. Wir hatten gerade nochmal ein Arranged Album Release der Musik von Musiker Yasunori Mitsuda, also Chrono Trigger hat ja auch ein DS Re-Release vor knapp 5-6 Jahren bekommen, also gab es da zumindest noch ein bisschen was, aber an sich
hat Square Enix mit der Chrono-Serie nicht richtig wieder was angestellt. Du würdest auch die hauptverantwortlichen Entwickler heute nicht mehr so einfach zusammenbekommen. Hironobu Sakaguchi, der Final Fantasy-Macher, ist nicht mehr bei Square Enix. Er hat die Firma ja verlassen und Mistwalker gegründet vor etlichen Jahren. Yuji Horii, der Dragon Quest-Macher, ist natürlich mittlerweile bei Square Enix, aber ist saumäßig beschäftigt mit allem, was Dragon Quest angeht. Und gerade ist auch Dragon Quest 11 in Entwicklung. Wenn 11 nicht in Entwicklung war, waren es eben 10 oder 9 oder 8 über die ganzen vergangenen Jahre. Du würdest nicht das gleiche Team zusammenbekommen. Und selbst wenn ein neues Team das machen würde, ey, Chrono Break, im ersten Moment würde ich denken, ah, lass mal lieber, denn wenn es vor ein paar Jahren, vor 10 plus Jahren rausgekommen wäre, wäre es cool gewesen, richtig ein neues Chrono Trigger, von mir aus auch als Handheld-Game, aber eins, was so den Spirit gerade des ersten Teils nochmal hochträgt, die Grafik, die Musik, die Emotionen, die Charaktere, die Geschichte, das Kampfsystem, die Spielewelt und alles, die Zeitreisen, die mit dabei sind. Das wäre richtig, richtig cool gewesen. Vor allem auch, ja, weil Square Enix hat ja viele Fanprojekte einfach canceln lassen. Das ist natürlich deren gutes Recht, wenn irgendeine Fangruppe sagt, hey, wir machen persönlich einen Remaster des ersten Teils, Chrono Resurrection mit 3D-Grafik und dann bringen wir das heraus. Ist natürlich rechtmäßig bei Square Enix, nachdem wir herausgefunden haben, dass sowas programmiert wird. Gleich Brief vom Anwalt und Spiel wird nicht mehr weitergemacht. Wer weiß, aber ein bisschen hat man darauf gehofft, wenn die dann schon so rigoros gegenüber solchen Sachen vorgegangen sind und nicht die Leute einfach mal haben machen lassen, dann ist es ja nicht unbedingt eine tote Marke für Square Enix, sondern dass sie da immer noch ein bisschen was damit zu tun haben. Letzten Endes ist es aber nach vielen gecancelten oder von Square Enix gecancelten Fanprojekten, dass die nicht erlaubt haben, dass die entstehen, auch nie was Offizielles von Chrono Break rausgekommen. Wenn jetzt doch nochmal was kommen würde und vielleicht sogar es geschafft würde, von Square Enix Seite die Originalleute mit dazu zu bekommen, nochmal Mitsuda für die Musik, Nobuo Uematsu, der auch mit beigesteuert hat, Masato Kato, genau so heißt der, mit Storyschreiber und Planer, der mittlerweile bei Xenoblade dann fleißig herumvorwerkt hat, auch in dem Spiel so mit seine Story-Dings Anfänge genommen. Wenn die alle vielleicht wieder auf einen Haufen gepackt werden und Chrono Break wiederbelebt wird als ja das endlich dritte Chrono-Spiel aus der Serie, das den beiden Vorgängern würdig wäre, da wäre vielleicht, wenn so eine offizielle Ankündigung kommt, würde ich meine Skepsis dann verfliegen und ich würde mich sehr freuen. Nicht umsonst habe ich es auch auf Platz 7 meiner meistgewünschten Spiele dann gepackt. Es wäre auch noch viel weiter oben, wenn nicht immer die latente Angst dahinter wäre, wenn sie was ankündigen, dann würde Square Enix von heutzutage ein bisschen versauen. Aber hey, hoffen wir, wie bei allen Titeln dabei, aufs Beste. Gehen wir zu Platz Nummer 6 über und da haben wir, ich habe es nicht so geplant, aber ich habe es dann im Nachhinein gesehen, ich hatte mir die Spiele einfach aufgeschrieben, die ich so als Wunschspiele habe und dann in Reihenfolge gebracht und dann habe ich die Zahlen dahinter gepackt. Es ist Platz Nummer 6 und es hat auch eine 6 im Titel. Ich kann schon mal sagen, es ist nicht Breath of Fire 6, obwohl auch ein neues Breath of Fire einer meiner absoluten Wunschtitel wäre, aber da bin ich ein bisschen desillusioniert und mein Herz ist schon gebrochen momentan, da Capcom ja gerade ein Handy-Game, Handy-Flash-artiges RPG, möchte gern Game für iOS und Android entwickelt und die dem den Namen Breath of Fire 6 gegeben haben. Dankeschön dafür. Vielen Dank dafür, wirklich. Vielen, vielen Dank. Immerhin, folgende Serie hat genauso wenig Aussicht, einen richtigen sechsten Teil zu bekommen, weil der Hauptverantwortliche hinter der Serie, auch wenn ohne ihn schon Sequels aus dieser Serie gemacht wurden, nicht mehr bei Konami ist, die diese Serie zu verantworten haben. Aber auch hier, die Hoffnung stirbt zuletzt. Platz Nummer 6 ist Genzo Suikoden 6. Die Suikoden Games, davon hatte ich ja einige Sprite-Scenes hier auf dem Kanal mit Teil 1 und Teil 2. Teil 2, eines der besten Games aller Zeiten sowieso, fast genauso gut oder vielleicht sogar, je nachdem wie ich mich fühle, vielleicht sogar besser als Chrono Trigger, ach, ich weiß es nicht, aber beides tolle Top-Games, die späteren Games, 3, 4 und 5 Hauptgames, die gekommen sind auf PlayStation 2, so mit verschiedenem Erfolg. Ich mag ja den dritten nicht besonders, ist eine meiner größten Enttäuschungen, aber der fünfte hat zumindest wieder die Kohlen einigermaßen aus dem Feuer geholt, ein paar Spin-Offs für Nintendo DS und im Japan für die PSP gab es noch ein weiteres Game, aber das Genzo Suikoden-Universum ist seitdem der Chefautor und Schreiber mit dem dritten Teil, ich glaube nach dem dritten Teil müsste er weg gewesen sein, nie wieder das richtig wieder herausgekommen und der Fünfer ist ja auch schon 10 plus Jahre zurück, dass man den gespielt hat und da die Aussicht auf ein
nach heutigen Aspekten groß angelegtes Japano-RPG mit schöner, echt Anime-Optik, mit Charakteren. Ich hab Suikoden ja eh immer, der beste Vergleich für die Leute, die es nicht kennen, ist Game of Thrones als Videospiel. Ja, Krieg, Verrat, Emotionen, viele, viele spielbare Charaktere und verschiedene Global-Player mit dabei sind, viel Politik, viel Strategie, also nicht, es gibt zwar kleine Strategieeinlagen, wo man zwischendurch strategisch ein bisschen machen kann, aber es ist eigentlich ein klassisches Japano-RPG, aber strategisch innerhalb von der Story aus. So eine Mischung wie die Suikoden-Spiele hat keins bisher gemacht. Und es gibt, da das Suikoden-Universum sehr weitläufig ist, die einzelnen Spiele drehen sich um die Ereignisse innerhalb von einer abgegrenzten oder ein, zwei Ländern innerhalb so von einer World Map, und man ist nicht auf der gesamten Welt unterwegs, sondern man hat das Gefühl, man hat lokalisierte Konflikte, die vielleicht mal in die eine oder andere Richtung dann ausbrechen. Es gibt noch mehr als genug Fläche, die schon auch in einer sogenannten Suikoden-Bibel, ja, also nicht die Bibel Adam und Eva und so weiter, sondern der Entwickler hatte sich eine Bibel zurechtgelegt, die Welt, so ein großes Buch geschrieben quasi, dass das Weltendesign und erklärt, wo welche Figuren unterwegs sind, um wo welche Konflikte, welche politischen Sachen dort stehen. Es gibt also eine realisierte Welt eigentlich mit vielen möglichen Schauplätzen für weitere Suikoden-Games, vielleicht sogar schon Plot-Ideen, die vielleicht Ereignisse aus den ersten Teilen wieder zusammenführen oder Referenzen darauf haben, und sowas existiert irgendwo in der Hinterhand. Aber seitdem der Chefentwickler nicht mehr bei Konami ist, gibt es nicht die Chance, da was zu machen. Die Leute, die versucht haben, eben daran zu kommen, haben es wie bei Suikoden 5 vielleicht maximal leidlich okay geschafft und ein vernünftiges Spiel dabei rumbekommen. Aber ein richtiges Suikoden 6 vom Chef-Hauptentwickler, der sich vielleicht mit Ideen jetzt austoben kann, was er schon immer bei Suikoden reintun wollte, mit der Technik von heute, mit cooler Musik wieder mit dabei, ey, das wäre der Hammer. Das wäre richtig, richtig gut. Auch da die Chance nicht allzu hoch, weil Konami will Konami. Fuck Konami, sozusagen, wie man da schön mittlerweile als Hashtag geprägt hat. Und eine der großen verlorenen Serien von Konami-Seite aus. Auch ich würde mich hier sehr freuen, wenn ein weiterer Teil kommen würde. Die Hoffnung ist dabei aber nicht allzu groß. Wir dürfen sie aber letzten Endes da auch nicht verlieren. So, das waren Plätze 7 und 6. Was in der Top 5 los ist, mit der wir im nächsten Teil weitermachen werden, das werdet ihr im nächsten Teil sehen. Bis dann.